Hallo, mein Name ist Roman Karlczyk und es freut mich, euch heute wieder etwas zeigen zu können. Und zwar habe ich mir aus dem Pörgier Online Shop etwas bestellt. Das ist kein gesponsertes Video, das hat mich selbst interessiert. Und zwar habe ich mir ein Objektiv bestellt, das 7 Artisans 35mm mit einer Ausgangsblende von 0.95 für den Z-Mount der APS-C Nikon Z50. Was das Ding kann, das möchte ich euch im folgenden Video zeigen. Und bitte bleibt dran, seid gespannt, es ist nicht uninteressant. Schauen wir uns einmal dieses 7 Artisans an. Also 35mm, Ausgangsblende ist 0,95 für den Z-Mount, für den APS-C Z-Mount. Ja, das erste, diese Objektivabdeckung, die da mitkommt, die ist aus Metall. Ja, die ist da innen mit Samt ausgelegt, die haltet sehr gut und ich finde es auch relativ schön zum Raufgeben. Wir haben hier vorne den Blendenring, ja, der geht von 0,95 bis 16. Lässt sich sehr schön bewegen, klickt aber nicht ein. Also da gibt es keine Klicks, da kann man sich nur beim Schleifen sozusagen irgendwo ausdenken, okay, das könnte jetzt 1,8 sein, das könnte 2,4 sein, das könnte ja irgendwo 3,2 sein. Also man muss halt schätzen lernen, aber wie gesagt, das ist ein komplett manuelles Objektiv. Ja. Wir haben hinten den Schärfenring bzw. den Meterring. Ja. Eine Naheinstellgrenze liegt bei 0,37, also 37 cm, geht bis unendlich. Ja, was. Und dann haben wir hier den Z-Mount, also man sieht auch hier keinerlei elektrische Anschlüsse, das heißt, es wird weder zum Informationen von der Kamera zum Objektiv geliefert, noch umgekehrt. Ja, und hier die Prägung Z-Mount. Das wäre es einmal im Großen und Ganzen mit der, von der Haptik her. Und jetzt schreiten wir mal zu einem Test. Schauen wir uns das einmal an, was denn dieses Objektiv so leisten kann. Wir werden jetzt miteinander diese Testcharts einmal durchgehen. Kurz nur, wie habe ich diese Testcharts erstellt? Diese Testcharts wurden an der Wand plan aufgelegt. Ich habe ein Stativ gehabt, die Kamera wurde darauf befestigt. Ich habe diese Testcharts von oben beleuchtet mit einer großen Softbox, mit einem Diffusor drinnen, weiches Licht. Habe unten diese Reflexionsplatten gegeben, diese Aluminium-Reflexionsplatten, die man auch bei der Heizung hinten verwendet, damit ich eben ein gleichmäßiges Licht bekomme oder ein fast gleichmäßiges Licht, das muss ich dazu sagen. Das wird sich wahrscheinlich nie ausgehen, dass das gleichmäßig ist. Dann auf eine Verzögerung von 10 Sekunden die Kamera eingestellt und abgedrückt, vom Stativ zurückgegangen, fotografieren lassen, nächste Blende. Ja. Also damit eben diese Mikroschocks, die man auslöst mit dem Finger, nicht passieren können. Gut, wir sind hier bei dem ersten Testchart, also bei der ersten Blende, die ist 0,95. Ja. Wenn man sich das Bild jetzt mal im Gesamten ansieht, sieht man nicht keine große Probleme mit diesem Bild. Ja, es ist vielleicht ein bisschen dunkler, es ist ein bisschen vignettiert, wenn man den unteren Rand anschaut und den oberen. Das ist aber das Einzige. Noch einmal, bitte stellt den Preis in der Relation zur Leistung. Ja, also da muss ich wirklich sagen, da werden wir noch unsere Wunder erleben, was das leisten kann. Gut, warum weiß ich das? Weil man das schon vorher angeschaut hat. Natürlich. So, wir gehen jetzt einmal links oben ins Eck. Ja. Beim Honeyview ist es so, dass das, wenn man auf 100% geht, geht es immer links oben ins Eck. Gut, wir sind einmal links oben im Eck. Wir sehen hier, die Zahl wird ja nicht übermäßig scharf, aber doch scharf dargestellt. Was mich wundert ist, dass diese Zahl hier, also das 1.1, verwaschener kommt als dieser Rand, das am Rand. Also der Rand ist hier schärfer als dieser Teil hier. Wenn man da runter schaut, hat man das auch. Ja. Hier hat man dasselbe, jetzt gehen wir nur rüber. Und hier ist es dasselbe. Also das heißt, zur Mitte zu wird es eigentlich eher unscharf. Ja. Da gehen wir mal rauf, noch ein Stück. Hier wieder und hier wieder sind wir ein bisschen unscharf. Die Mitte wird scharf abgebildet. Also das, da kann man davon ausgehen, dass die scharf abgebildet ist. Ja? Gut, gehen wir zur nächsten.
Wir sind hier, und ich gehe wieder ins Gesamte, ja, wir sind hier bei der Blende 1.4. Ja, 1.4. Warum 1.4? Ich habe mich ganz strikt an die Markierungen des Objektivs gehalten, das heißt die Markierungen, die oben sind, 0.95, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0 und 16. Die, mit denen habe ich die Testcharts geschossen und nicht dazwischen, weil ich mir nicht klar war, weil ich es auch nicht an die Kamera zurückgeliefert kriegt, welche Blende ist das jetzt das? Also man kann sich dann natürlich, wenn man das Objektiv hat, spielen und kann sagen, okay, wo kann ungefähr die Blende 1 sein und dergleichen. Aber ich habe die Testcharts nur so erstellt. Wir sehen hier wieder in der Gesamtansicht von 1.4, dass das Bild gut abgebildet ist. Es ist scharf, ja, es fällt uns dann nicht auf, dass da irgendwas jetzt dann nicht scharf wäre, nicht okay wäre. Gehen wir in die hundertprozentige Vergrößerung, sehen wir wieder, dass der Rand hier trotzdem schärfer abgebildet ist als die eher die Mitte. Ja. Das kann ich jetzt da an jeder Ecke wieder fortsetzen. Das soll jetzt kein Geheimnis sein. Also wie ihr seht, dass das eben gleichmäßig ist, dass es hier zur Mitte bei den niedrigen Blenden scheinbar ein Problem gibt in einem gewissen Bereich. Ja, das könnte man wahrscheinlich mit einer zusätzlichen Linse noch korrigieren. Aber ich traue mich da nicht, so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster rauslehnen, um hier noch Tipps zu geben, was da noch zu verbessern wäre. Hier sehen wir leichte Apparationen. Also ja, das passt, aber im Großen und Ganzen, wenn man das Bild, das Ganze sieht, ist es okay, man kriegt ein Ergebnis, da kann man schon damit arbeiten. Gehen wir zum nächsten Bild. Das nächste ist gemacht mit 2.0. Ja, wir haben hier 2.0, wir sehen auch, dass es jetzt schärfer wird, wir sehen auch diese feinen Linien, werden viel aggressiver dargestellt. Gehen wir mal nach links oben, hier sehen wir, dass der Rand noch immer schärfer ist als wie das Innere hier, ja, also das gefällt mir, es gefällt mir nicht, ja, aber noch einmal, man muss das immer in Relation zum Preis stellen und da möchte ich sagen, wenn man das Gesamtbild das sich ansieht, dann ist da nichts draus, da braucht man es nicht aufregen, das passt, das ist okay, ja, bei einer Blende von 2.0. Jetzt gehen wir zur nächsten Blende. Das ist die Blende 2.8, ich schaue da immer nur, ob das eh stimmt. Es wird noch schärfer, die Linien werden noch aggressiver jetzt dargestellt. Und jetzt schauen wir mal ins linke obere Eck und jetzt verbessert sich auch hier die Schärfe. Also beim Abblenden auf 2.0, 2.8 werden wir da schon ein besseres Ergebnis kriegen. Also wir sind jetzt schon mal ein besseres Ergebnis, wir gehen da mal runter. Ja, nach wie vor noch, da ist besser, noch besser als hier, ja. Müsste mich entschuldigen. So, und auch hier in den Ecken gut und hier etwas weniger, aber die Mitte, ja, hier sieht man chromatische Apparationen hier, okay. Ja, da sieht man Violett, Grün und dergleichen. Ja, schauen wir uns wieder das Gesamtergebnis, wieder alles scharf. Nächstes, jetzt sind wir bei der Blende 4.0. Schauen wir nochmal sicherheitshalber, ja, es ist 4.0. Ich gehe wieder ins linke Eck und da sehen wir bereits, dass die Schärfe gleich ist. Ja, also hier geht es schon los, dass die Schärfe jetzt gleich wird bei 4.0. Ja, auch hier sieht man schon, dass das schon eher gleich ist. Man sieht es auch hier unten, dass es eher gleich ist. Ja, also da muss man schon sagen, da kommt schon eine gute Schärfe. Die Mitte ist sowieso immer cool. Wir haben hier chromatische Apparationen, die können wir sehen und die feinen Linien werden hier sehr gut schon aufgelöst. Ja. Schauen wir uns das Gesamtbild an, Gesamtbild wieder komplett scharf. Nächstes. Jetzt sind wir bei der Blende 5.6. Wir haben gesehen, es hat noch einmal zugelegt, also man hat jetzt bemerkt, es ist noch einmal schärfer geworden. Mit 0 gehen wir wieder um ins Leck und hier ist alles klar. Alles gleich, alles klar. Das heißt, ein klares, sauberes Bild, wie man sich es erwartet. So. Auch hier überall die Mitte sehr gut aufgelöst, ja, die feinen Linien gut dargestellt. Da habt ihr, das geht schon in Ordnung. Wenn man sich das Ganze ansieht, ist es wirklich cool. Jetzt gehen wir zur Blende 8. Hier haben wir keinen Zuwachs mehr an Schärfe gesehen. Dennoch alles klar, alles super schön, alles super sauber. Wird sehr gut abgebildet bei dieser Blende, muss ich sagen. Wirklich ganz toll abgebildet. Ja, und auch die Mitte, die Bildmitte, sehen wir, dass das funktioniert. Wieder Gesamtansicht, alles top.
So, letzte Blende ist die Blende 16. Wir wissen, dass bei den so hohen Blenden meistens etwas eintritt, das nennt sich Beugung. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir merken, dass die dass diese Zahlen schon leicht wieder verwaschen. Also es geht wieder in eine Verschlechterung, aber nicht in so eine grobe Verschlechterung, dass man sagen kann, mit 16 kannst du nicht fotografieren, sondern es tritt dem eine Dämpfung ein, es tritt dem eine Kleinigkeit ein, dass man sagt, ja, okay, geht zurück. Wenn man es verhindern kann, die Blende 16 zu nehmen, dann soll man es verhindern. So, jetzt haben wir die ganze Ansicht und da sieht man auch, dass man mit dem Bild durchaus arbeiten kann, kein Problem. Jetzt gehen wir zum nächsten Testchart vom Benny Rebel. Ich sage gleich dazu, dieses Testchart kann man beziehen über Amazon oder Enjoy Your Camera direkt. Ich habe es gern, weil es sind so Mikrowaben drinnen, das Graue sind Mikrowaben und da kann man auch den Sensor testen, faktisch mit diesem Testchart. So, auch hier beginnen wir mit dem 0,95, mit dem Blendenwert 0,95. Wir gehen dazu wieder ins linke obere Eck, sehen hier, genauso wie wir es beim anderen Testchart gesehen haben, diese Unschärfen, ja, also dass hier unscharf wird, dass es hier nicht so scharf ist wie das hier. Wie gesagt, das ist überraschend für mich. Also ich kann mir es nur vorstellen, dass hier eine Korrektur notwendig wäre, eine zusätzliche Glaskorrektur, aber so weit lehne ich mich nicht raus. Also, dass ich jetzt optische Tipps auch noch gebe, aber das ist halt mein Gefühl, dass da in diesen Bereichen, wenn man sich das Ganze ansieht, ich habe mir öfters gesagt, dass hier dieser Bereich da, dieser Kreis, der Kreis da abfällt, also von der Schärfe abfällt, aber hier dann wieder Schärfe entsteht und dann wieder mal abfällt. Aber wie gesagt, ich möchte mich da nicht so weit rauslehnen, das sind nur Vermutungen, die ich machen kann, aufgrund dessen, dass ich schon einiges getestet habe. Ich gehe noch einmal zurück, ja. Ich gehe in die Bildmitte und sehe auch in der Bildmitte ein Problem. Also wenn es mich fragt, das hat auch in der Bildmitte bei 0,95 in 100% Darstellung ein Problem, wenn man es 100% braucht. Gehen wir zurück, ja, werden wir dieses Problem nicht identifizieren können. Was mache ich mit 0,95? 0,95 ist für mich eine Blende, mit der ich Porträts mache, wo ich sowieso die Unschärfen suche, diese Unschärfen, wenn faktisch von der Nasenspitze es weggeht zu den Wangen oder dergleichen, ja. Das ist der Einsatz für mich für 0,95, ja. Das würde ich dort verwenden. Noch einmal. Das ist Jammern auf höherem Niveau. Im Vergleich immer dazu den Preis dieses Objektives für 0,95er sehen. Dann, glaube ich, kann man auch die Relationen spüren. Ich gehe zum nächsten Testchart. Das nächste Testchart ist jetzt der 1.4. Wir sehen eine deutliche Verbesserung der Schärfe hier. Ja. So, schauen wir mal wieder ins linke obere Eck. Hier im linken oberen Eck ist, wie gesagt, noch nicht die volle Schärfe da. Dennoch, wenn man es im Gesamt betrachtet, was mir schon auffällt, ist, dass hier diese Mikrowaben durchkommen. Das heißt, das Objektiv löst das schon auf, ja. Ich sehe dieses aufgeraute, diese Textur sehe ich da schon durch. Das heißt, da kommt schon was, da kommt ein bisschen was mehr durch, ja. Gehen wir in die Mitte. Die Mitte ist für mich jetzt gesehen in 100% Auflösung noch nicht so berühmt. Sieht man aber das ganze Bild, ist es okay. Ich finde es einfach okay, das Bild. Nächste ist jetzt der 2.0. 2.0 hat sich die Schärfe noch einmal verbessert, wenn man auf das Gesamtbild sieht. Wir schauen einmal links oben ins Eck. Auch hier noch nicht die durchgängige Schärfe von links auf rechts. Schauen wir darüber. Man sieht aber, dass immer stärker diese Mikrowaben kommen, diese Textur des Testcharts kommen da immer stärker vor. Ja, also das sieht man ganz deutlich, dass jetzt durch Abblenden das Objektiv seine Schärfeleistung verbessert. Gehen wir mal auf 9, wieder in die Gesamtansicht. Das schaut einmal gut aus. Ich gehe aufs nächste Bild. Jetzt sind wir auf 2.8, wir haben gesehen, es ist noch deutlicher schärfer geworden. Man sieht jetzt auch schon in der Gesamtansicht, dass hier die Oberfläche Texturen kriegt. Ja, schauen wir mal auf 0. Auch hier verbessert sich natürlich auch das Schriftbild wesentlich. Hier haben wir ganz stark diese Texturen angezeigt. Ja, auch hier ganz stark angezeigt, die Mitte passt jetzt, die Mitte ist jetzt scharf, also da gibt es jetzt überhaupt nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, bei der Vollansicht sowieso nichts,
bei der Ansicht mit 100% ist es jetzt, beginnt es jetzt wirklich scharf zu werden, also wirklich in eine Richtung zu gehen, dass man sagt, ja, das ist absolut brauchbar, das kann man dann wirklich so brauchen, wie es ist, da braucht man nichts nachschärfen, dergleichen. So, gehen wir in die nächste. Nächste Ansicht ist jetzt von 2,8 auf 4,0. Hier ist für mich der größte Sprung zum Erkennen. Ihr seht hier in der Vollansicht schon, wie diese Texturen jetzt durchkommen. Also die kommen jetzt ganz stark durch. Das heißt, die Scharfzeichnung ist wirklich schon wirklich gut. So, jetzt gehen wir ins linke. Auch das Schriftbild ist jetzt gleichmäßig scharf. Ja? Auch das Schriftbild, wenn man sich das anschaut, ist alles gleichmäßig scharf. In jeder Ecke. Schauen wir uns die Mitte an, da gibt es überhaupt keine Klagen. Hier sieht man auch ganz stark die Texturen, die Scharfzeichnung der Buchstaben. Ja, also da muss ich sagen, ganz toll. So, in der Vollansicht merke ich das schon. Ich gehe in den nächste, das ist jetzt 5.6. Und 5.6 gibt es nochmal einen kurzen Booster. Ja, da sehe ich da schon, also das ist schon fast überschärft, wenn Sie mich fragt. So, 0. Und ich habe einen gleichmäßigen scharfe Abbildung. Ja, das ist toll. Also diese Abbildung ist wirklich toll. Da gibt's aber gar nichts zum Sagen über das Ganze. Ja, die ist wirklich toll. 5.6, also da beginnt das Objektiv wirklich, ich würde nicht sagen professionell zu werden, aber solcher Schärfeverlauf ist ein Hammer. Es ist generell das Bild. Schauen wir uns dieses Ganze noch einmal an. Jetzt komme ich auf 8.0. Wenn Sie mich fragt, geht das schon etwas zurück, aber eher unmerklich. So, jetzt haben wir oben, wir haben ein scharf abgebildetes Text, also Texte und Zeichen, die sind alle komplett scharf abgebildet, aber dieser starke Textur, was ich da bei 5.6 gehabt habe, ja, ist jetzt nicht mehr zu sehen. Dennoch ist es eine Blendenwert, mit dem durchaus gute bis 100% scharfe Bilder gemacht werden sollten und können sollten. Also hier kann ich damit arbeiten. Also 4, 5, 6 und 8 sind die Blendenwerte, die wir auf diesem Objektiv am besten nutzen können. Jetzt gehen wir zum letzten. Jetzt gehen wir auf 16, ja, Blende 16, und jetzt sehen wir wieder diesen Effekt. Die Beugung tritt ein, es wird glatt, es wird flach, also das Profil. Dennoch kann man damit fotografieren, schauen wir es in der Gesamtansicht an, da gibt es nichts zu klagen, auch kann man mit 16 fotografieren, nur wenn ich es verhindern könnte, würde ich es verhindern. So, und jetzt kommen wir zu einem Fazit. Ja, im Großen und Ganzen hat es eh hingehört, oder? Also ich finde dieses Objektiv für 210 Euro mit einer Ausgangsblende von 0,95 nicht schlecht. Das ist wirklich meine Empfehlung. Wer sich in dem Bereich vorwagen möchte, hier mit extrem kurzen Schärfentiefen zu arbeiten, der sollte sich dieses Objektiv für die Z50 einfach zulegen. 210 Euro für so ein Objektiv ist nicht teuer. Und vor allem, es ist Großen und Ganzen sehr wertig gemacht. Es ist Metall. Ja. Natürlich könnten die Gläser noch besser sein, aber wenn man wirklich nachdenkt darüber, was 0,95er Objektive im Schnitt kosten am Markt, das wird dann schon eng. Das wird eng. Ja. Noch einmal, das ist okay. Was ich nicht raten würde, ist, wenn sich jemand überlegt, für seine Z6 oder Z7 dieses Objektiv anzuschaffen und dann herunterzukroppen, also in das DX-Format runterzukroppen. Das ist nicht so optimal. Also ich habe das probiert auf der Z7, muss ich sagen, das bringt nicht viel. Das bringt wirklich nicht viel und ich würde es mir nicht anschaffen. Das ist gerechnet für den APS-C Mount, ja, aber nicht für den Vollformat Mount. Umgekehrt natürlich Vollformat-Objektive auf ein APS-C drauf zu geben, das bringt schon was, weil wir wissen, der Sweet Spot in der Mitte, das gute Glas, das noch keine Randabfälle hat, also am Rand noch nicht abfällt in der Leistung, das bringt was für ein APS-C, aber umgekehrt leider nicht. In dem Sinne möchte ich mich bedanken wieder, dass ihr mir zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat und ihr die Informationen irgendwie für euch brauchen konntet, einen Daumen nach oben ist immer schön. Ja. Wenn du das erste Mal auf diesem Kanal gelandet bist, dann abonniere mich, setz die Glocke und schau dir vielleicht die vorigen Videos über die Nikons an und über die Fujis und über andere Dinge, die ich schon im Laufe der Zeit über 5 Jahre hier gestaltet habe.
Was dir auffallen wird, ist auf jeden Fall, dass dieses Video jetzt oder diese Art von Videos seit 2021 wesentlich besser ist. Ja? Ich habe mich sehr stark hinter die Verbesserung, Qualitätsverbesserung der YouTube-Videos gesetzt. Aber noch einmal alles Gute mit deinem Equipment, mit deiner Fotografie und ich sage mal Tschüss und ich sage Salü und Servus. Bis zum nächsten Mal, euer Roman Kadelcheck.